Ich bin gespannt. Ich glaube, er hat jetzt auch alles installiert, ne? Wäre jetzt nochmal richtiger Abfuck, wenn ich jetzt hier über eine Stunde saß, weil offenbar hat er die ersten beiden Spiele, musste er erst downloaden oder so. Ne, warte. Ich glaube, das erste war drauf, aber die anderen beiden musste er downloaden. Und ich komme nicht drauf klar, dass die Leute, die es hergestellt haben, Toys for Bob heißt. Also ich meine ja nur. Oh Gott, wie lange ist es her? Wie lange habe ich da jetzt schon drauf gewartet? Alter, Ripto. Ich seh da hinten nur schon so die Antagonisten. Weißt du, die aus dem dritten Teil ist da ganz hinten irgendwo am Pimmeln gewesen. Und Ripto sieht aus wie ein Goblin. Nächster, bitte! Bring mal da ran, ungefähr 4 Monate, stop, my dude! Noch 8 im Sinn. Da will ich immer da unbedingt einen Schoßtag haben. 6-Stunden-Kack-Update. Oh, Alter. Oh, Alter, ernsthaft? Darf ich mal kurz... Findet ihr es nicht auch immer super, wenn ihr eigentlich ein Spiel spielen wollt, aber vorher erstmal die Datenschutzrichtlinien lesen müsst? Spiel starten. Ja, ich bitte doch. Oh, yes. Bevor du irgendwas machen darfst, hier, lies erstmal die Datenschutzrichtlinien. Go fuck yourself. Ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich das denn merkwürdig an. Von Datenschutzrichtlinien. Das ist important für manche Leute. Es soll Leute geben, die sich das tatsächlich durchlesen. Nächster, bitte! Danke für den Sub, mein Dude, und alles Gute zu 14 Monaten. Okay, läuft. Mach mal ein bisschen lauter. Ewig war es friedlich in den 5 Welten. Oder sind es 6? Weiß es auch nicht mehr. Leben lang. Wir haben 12.000 Schätze. Oder sind es 14.000? Was ist mit diesem Gnasty-Gnork-Typen? Also, ich habe gehört, dass er mit einem Zauber Edelsteine in Krieger verwandelt. Da kann ich antworten. Gnasty-Gnork ist einfach gestrickt. Einfach? Gefangen in einer Die Stimme passt Welt irgendwie gar nicht. Keine Gefahr für das Drachenreich. Imagine. Keine Gefahr? Wieso hat der Typ Memes bei sich in der Bude? Hässlich? Jetzt reicht es. Das habt ihr nur davon. Weißt du, im Fernsehen sagen, wie scheiße jemand ist. Haben die dem Spiel eine neue Anfangscutscene gegeben? Auf jeden Fall wieder nur vielen Dank für die Bits auf jeden Fall. What the fuck? Wow. Okay. Ich hab's persönlich geschafft, mich wirklich so gut wie nicht zu spoilern. Also, weder Trailer geguckt noch sonst was, aber scheiße, sieht das geil aus. Alter. He got a hammer. Danke, dass du mich befreit hast, Spyro. Befreie 10 Drachen in der Artisanenwelt und gehe dann zum Ballonfahrer. Er bringt dich in die nächste Welt. Cool. Was ist mit Nasty Nork? Den schnapp ich mir. Finde zuerst die Drachen. Mehr kann ich dir nicht sagen. And he's off. Wow. Okay, ich glaube, die Kamera muss man. Kann ich die Kamera einstellen? Ein bisschen zu empfindlich. Passiv? Nee. Das kenne ich. Schade. Kann ich leider nicht einstellen. Weil nach oben und unten ist mir irgendwo zu empfindlich. Wow. Alter, das Spiel sieht aber verdammt geil aus. Warte mal, ich will mal die Edelsteine genau angucken. Bleib mal stehen, du Lappen. Boah, Alter, die Edelsteine sehen richtig cool aus. Sieht ja richtig Swagstar aus. Thomas. Hey, Spyro. Drück 2-mal Sprung, um zu gleiten und hab keine Angst. Angst? Wovor? Von hohen Berggipfeln zu stürzen? In urzeitliche Gletscher zu fallen? Zu sterben? Ach,
das? Es, boah, Alter. Wieso ist die Achse von oben nach unten so übertrieben zart? Boah, der Loser, das hat er nur davon. Was? Gib mir all dein Geld. Ich will alles von deinem Geld haben. Konnte man das schon immer? Oh. Entweder das oder ich lerne hier neue Sachen. Okay, ein kleines bisschen kann dann. Kommt mir so ein bisschen, also die Framerate kommt mir ein bisschen merkwürdig vor an manchen Stellen. Ich meine, es ist jetzt ewig her, dass ich den ersten Teil mal gespielt habe, deswegen ich habe keine Ahnung. Warte mal, wie ist das jetzt? Hm. Mal gucken. Fangen sowieso erstmal da vorne an. Alter, aber das ist so. So krass übertrieben nach oben und unten. Gib. Geld. Du Sack. Gib. Gib. Gib, gib, gib. Edelsteine sehen so super cool aus, ey. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie einen Fimmel dafür, wenn Edelsteine in Games so richtig shiny aussehen. Wisst ihr, was ich meine? Warte mal. Wow. Ah. Okay, das haben sie jetzt also offenbar komplett gemacht, dass du überall sehen kannst, wo Edelsteine sind. Das macht's ein bisschen easy. Aber auch nur ein bisschen. Weck den Tiger ein, der soll etwa. Nestinog, ich mach ihn fertig. Ruhig, Blut Spyro. Du hast erstmal noch viel zu lernen. Weißt du, was die Libelle macht, die dir. What the fuck? Warum hast du ein Stativ bei dir, Junge? Sie heißt Sparks. Sparks hilft dir und beschützt dich. Behalte ihn im Auge. Dann siehst du, was ich meine. Tschüss. Oh, warte mal, wie war das noch? Da war das egal. Achso, nee, warte. Ja, ich wusste, da gab's auch was. Komm, wenn wir gerade schon mal hier sind. Geht Amok ja richtig. Bringt einfach sinnlos Leute um. Hm? LOL. Einfach mal in der Luft. Das ist cool. Okay. Einfach mal die Fluglevel neu machen. Das sieht so cool aus, ey. Ich weiß, das gesamte Commentary besteht dann am Ende wieder nur aus meine Güte, sieht das cool aus. Von all dem Blödsinn. Ich mache das wahrscheinlich hier so unpraktisch wie nur möglich, aber das ich mach's am liebsten so. Ja, das ist. Ich mach's gerade mega unpraktisch. Oh. Könnte man nicht auf Turbo rennen? Ja, eben, das sieht so super cool aus. Ja, ich verkacke hier gerade mega, ey. Oder? Na, ja, verkackt. Noch nicht. Jetzt aber. Okay, das müssen wir anders machen. Das müssen wir irgendwie schlauer lösen. Fangen wir mal da an. Fangen wir mal mit den Ringen an. Alter, das sieht so cool aus. Aber wie gesagt, wenn ich das Gefühl habe, irgendwie, dass die Framerate ein bisschen groggy ist. Aber das könnte an mir liegen. Das wird höchstwahrscheinlich an mir liegen. Höchstwahrscheinlich sagt jeder in der im Dings nachher, dass es an mir liegt. Das ist deine Schuld, ey. Scheiß YouTuber, ey. Kann sich nicht mal leisten. Fuck. Scheiß YouTuber, ey. Leistet sich nicht. Kann nicht leisten, kann er. Oh ja, warte. Ich komme denen entgegen. I am Genius.
Weißt du, ich fliege den hinterher, sagt dem Motto, ja. Das dauert bestimmt nicht elendig lange. Sploing. Splooch. Splish. Okay, warte mal, jetzt kann ich... Genau, hier, die Truhen. Charo, danke für die Bits. Ah, der Raum hier, genau. Das war so ein Kreisding. Uhui. Oh, es ist schön. Alles sieht so shiny aus und so cool. What the fuck? Okay, ich drück nie wieder die Schultertasten. Das war einfach nur eine grandiose Zeitverschwendung gerade. Sah zwar cool aus, aber... Okay, aber das wird... Höchstwahrscheinlich wird mir das noch was bringen später. Oh, komm jetzt. Jetzt sag mir nicht, ich bin in die falsche Richtung geflogen. Och, komm. Nee, komm. Och, komm, fahr mich nicht so. Das ist doch uncool. Ich hatte es doch so gut wie. Die Musik ist ein bisschen auf Drogen. Ja, wow, das ist Looping der Zeitverschwendung, basically. Och, Mann. Willst du einfach nur die Knöpfe mal ausprobieren und auf einmal machst du einen Looping, der nichts bringt? Außer später, wenn irgendwas so dicht hinter dir ist und du eigentlich nur, ne, do a barrel roll und so machen willst. Mann. Oh gut, ich weiß jetzt so in etwa eine Route, die ich nehmen muss. Oh komm, ich... Hallo? Oh fuck. Oh fuck, warte. Plan B. Mann, jetzt zuerst die hier. Die Luftpiraten. Wenn ich nicht doof genug wäre, sie zu treffen. Komm her jetzt. Sabbel nicht. Du ebenso. Ich muss echt aufhören, Zeug hinterher zu fliegen. Da. Nö. Oh nein. Wieso ist da auch der Looping der Unnützigkeit? Nö. Schaff ich noch? Fuck you. Nee, kannst vergessen, das schaffe ich niemals. Oh Mann. Ey, Looping der Unnötigkeit. Können wir den bitte rausnehmen? Warte mal, ich mache jetzt mal was. Ich mache das mal anders. Ich nehme jetzt mal die hier weg. Ich mache jetzt mal die Kisten zu Anfang. Müssen wir hier nämlich nochmal extra hin. Genau. Drehen. Ich lasse am besten die Finger von allen Schultertasten, während ich fliege. Es sei denn, ich will es. Aber ich wüsste nicht, warum. Das sollte jetzt in etwa... Dann halte ich vielleicht einmal. Mach denn doch mal tatsächlich die Flieger vorher. Wäre das eine Idee? Ich meine, ich bin denn gerade da. Man ist ja gerade sowieso auf dem Weg, ne? Hi. Oh, na, mein Sturzflug, ich Idiot. Oh, Mann, oh. Ja, aber gut, ich glaube, ich habe einen Kurs. Die Dinger waren schon damals ein Problem immer. Bleibt das gesaved? Nee. Das wäre ja Blödsinn. Müsste man das ja nicht, am Stück machen. Das wäre ja Blödsinn, wäre das. That would be stupid. Kann man nicht irgendwie... Nee, ich kann mit R2 Feuer spucken aus irgendeinem Grund. Aber ich würde gerne die Kurven manchmal, ne, enger fliegen. Weil manchmal habe ich das Gefühl, Spyro möchte nicht so ganz Kurven fliegen. Ich meine, klar, das ist unangenehm. Man muss sich bewegen in der Luft. Klar, wer will das schon, ne? Wer hat da schon großartig Bock drauf? Ach ja, stimmt, die Edelsteine gibt's dann nur. So, genau. Okay, jetzt aber. Jetzt machen wir es richtig. Nimm den hier, nimm den hier. Jetzt den. Jetzt ein andersrum. Wuhu! Spicy. Oh, jetzt sind wir es aber. Jetzt sind wir auf dem Laufenden. Jetzt machen wir die beiden hier fertig und dann fahren wir den Gütern entgegen. Und dann machen wir am Ende ein Looping der Unnützigkeit.
So, eigentlich sind wir jetzt, I cannot fuck this up. Aber ich habe schon ganz andere Sachen abgefuckt. Also von daher, ne, Geburtstagsfeier, Hochzeiten, Geburten. Aber das wollt ihr alles nicht wissen, glaubt mir. So, oh Mann, da darf ich nicht mal meinen Blödsinnigkeit der Unnötigkeit machen. Nö, wieso, ich hab doch alles. Gib her. Sparkling. Fancy shit. Ich kann nicht beides, ne? Oh, schade. Wie in Devil May Cry 3, wo du einfach das Logo zerstörst. Das Spiel sieht so fucking fancy aus, ne? Alter, das ist schon nicht mehr feierlich. Big Oof. Big Oof. Boah, Leben. Die werde ich brauchen. Weil irgendwie jedes Spyro-Spiel, es sei denn, sie haben das hier gefixt in dem Game, was ich irgendwo ein bisschen bezweifle. Jedes Spyro-Game hat die eine oder andere Mission, die einfach nur zum Kotzen ist. Willst du das jetzt mal richtig machen? Fähigkeitspunkte? Was hast du gemacht? Okay. Bevor ich hier irgendwie ein Level anfange, ich glaube, ich mache erstmal die Overworld hier komplett. Wie praktisch. Weißt du, sag dir einfach, wo du noch Zeug vermisst. Das war eigentlich ein Feature, das hast du erst in Spyro 3 bekommen. Und da sogar erst am Ende. Das ist verdammt praktisch. Macht das hier um einiges weniger problematisch. Scharf! Weggeplüscht. So. Ich habe mir das immer so angewöhnt. Ich habe immer die Overworld einmal fertig gemacht. Also die Overworld einmal. Was ist das denn hier? War das schon immer da? Coole Sache. Mach das nochmal. Der Artisanenboss ist hinter einem Portal im Drachenmaul. Aber du bist noch nicht so weit, Spyro. Du musst erst ein anderes Artisanenland abschließen. Was muss ich? Was ist dein Problem mit mir? Red vernünftig mit mir. Was will der? Was für ein Assiland? Das ist deine Sorge. Melon. He got Melon. So, du, hi. Friesshof. Warte mal, bin ich von hier oben? Also habe ich das eigentlich immer gemacht. Erst die Overworld einmal abgehakt. Und dann... Bock. Zieh ab. Oh, if you would know. 100 von 100. Ja gut, dann können wir auch gleich hier ins Level gehen. Wenn wir schon mal hier sind. Der Boss ist im Assiland? Ja, so in etwa. Sind es jetzt neue Level oder ist das einfach nur der Boss in dieser Welt? Weil ich mag mich da nicht mehr so richtig dran erinnern. I totally forgot about all this shit. Ein Stück Kindheit hier. Es sieht auch echt schön aus, muss ich sagen. Als einfach nur der Boss. Ach so. Gerüstet. Die Edelsteine. Ich weiß, ne? Die sehen so cool aus. Total weird, aber ich habe so ein Fable für sowas. Wow. Nils! Herzlich willkommen. Was in bist der du Altstadt denn? Spyro. Gleite zuerst in die Gegend, in der die Bullen sind. Sieh dich dort gut um.
Leute, ihr interpretiert ein bisschen zu viel in Dinge rein. Nur mal so nebenbei. Das war ein Jux, ein Flachs, ein Witz, ein Gag, ein Uff, ein Big Uff. Kinders, ich muss euch noch viel, viel erziehen, muss ich noch. Das war ein Big Uff. Selbst die Leben sehen super fancy aus. Das war ein ganz großes Uff. Selbst Devlin hat das verstanden, der olle Duke. Danke, Spyro. Mein Flügel hat ganz fürchterlich gejuckt. Wusstest du schon, dass du am längsten gleiten kannst, wenn du in der Spitze deines Sprungs Sprung drückst? Es klang, als hätte er das Wort Sprung nochmal zusätzlich aufgenommen. Aber Sprung ist das? Ich meine, das war damals immer die Dreiecktaste. Ja, das ist ganz normales Gleiten, mein Dude. Oh, nee, nicht der alte, nicht diese Eierficker. Oh, nee. Oh, euch brauche ich nicht. Es klingt so schön snappy alles. War das so? Hä? Kommt in Spyro 2, also... Echt? Das kam echt erst im zweiten und dritten? Ich dachte, das wäre auch schon im ersten gewesen. Stell mal vor, ihr seid eigentlich schon... Ihr habt euch damit abgegeben, durch die Hand eines Ochsen zu sterben. Auf einmal kommt ein Drache und grillt euch. Spyro, hat er einfach einen Döner bei sich. Gekleideten Mann gesehen? Dieser Dieb hat ein Drachenei gestohlen. Du musst ihn aufspüren und... Und das Ei zurückholen. Stell dir mal vor, Spyro hätte da gestanden. Schmeiß ihm einfach den Beil in die Fresse. Ja, richtig. Nimm deinen Döner mit. Ist okay. Was haben sie eigentlich aus dir gemacht? Oh mein Gott. Du siehst aus wie irgendwas, was auf DeviantArt. Also. Ja, gut. Ja, klingt so snappy. So, wie können wir jetzt das Ganze hier noch fertig machen? Ich weiß, das war immer irgend so... Das ist Blödsinn. Aber das Gleiten muss ich sowieso lernen, sonst kommen wir hier nicht weiter. Das konnte er auch schon? Ja, aber wie? Wie mache ich das denn hier? So, ich mach's einfach so. Na, 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 Kumpel. Ho, 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 ho. Nee, warte mal. Ein Blatt im Wind. Ich krieg schon wieder Achievements für Zeug, wo ich keine Ahnung habe. Das ist ein gutes Gefühl, wenn man da einfach gegen ballert. Tor! Oh, scheiße. Bitte, dass sie einen Hammer haben. Danke, dass du mich befreit hast, Spyro. Nee, er ist einfach nur ein Säufer. Du kannst deinen Fortschritt jederzeit einsehen, indem du über das Pausenmenü aufs Handbuch zugreifst. Ja, keine Angst, niemand nimmt dir dein scheiß Krug weg, ey. Chill mal dein Höschen. So, kümmern wir uns mal wieder um den Captain Ei. Wo ist denn der jetzt? Ah, da unten. Alter, ihr seht creepy aus. Was ist mit euch passiert? Mikats Egg. Black! Irgendwo habe ich noch was vergessen. Habe ich da... Hä? Da oben war ich doch gerade. Und da komme ich doch. Fuck. Ganz vergessen, dass da ein Loch ist. Wobei ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Wird geladen. Hey, 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 hey. Kumpelstiel. Kumpelstielchen. Ich darf doch Kumpel Stierzchen zu dir sagen. So, warte mal. Das könnte schwierig werden. Der kann nicht schwimmen. Das ist ein Drache. Hallo. Das ist doch kein Wasserdrache. Das Gleiten fühlt sich echt noch ein bisschen merkwürdig an. Nicht so vertraut irgendwie wie damals.
Vor allem, hatten wir jetzt den Flattermove hier oder bin ich einfach zu dumm, ihn zu benutzen? Ich habe so das Gefühl für beides. Also sag mal, das ist doch nicht so schwer. Hallo? Jetzt sag mal. Dann bin ich gerade inkompetent oder was ist das? Geht doch. So, wo habe ich jetzt hier was übersehen? Oh, lol. Nice. So, kann ich einfach... Kann ich einfach Level verlassen? I guess. Ich mach das jetzt einfach mal zur Not, mach ich das Level nochmal fix schnell neu, aber... Ich weiß, es ging am Original, dass du einfach das Level verlassen konntest. Ja, kann man das. Du kriegst trotzdem alles. Echt? Das kommt man alles echt erst ab dem zweiten? Kannst mal sehen. Yay! 100%. Weil den Blödsinn kann ich. Und nach hinten lenken ist, Bullschnips. Ne, hier habe ich ja alles. So, ja, wir müssen eigentlich nur die Level hier machen. Stimmt ja. Ich denke mir gerade in Spyro mehr aus, als es eigentlich gibt. Aber wie gesagt, irgendwie jeder Spyro-Teil hat irgendwie so diese eine oder andere Mission, wo einfach Abfuck ist. Ich meine, hier im ersten war es Treetops? Hieß es Treetops, das Level? Denn im zweiten gab es auch so ein paar richtige AIDS-Missionen, wo du einfach nicht machen möchtest. Und der dritte hat sich auch gedacht, so eine Prise Cancer wäre schon mal was. Allein auch das Detail, die Details auf den Truhen. Na gut, jetzt könnte man argumentieren, dass Sparks dir immer anzeigen kann, wo Edelsteine sind, ist irgendwo retarded. Achte auf die Libelle, Spyro. Ihre Farbe zeigt an, wie stark sie ist. Wenn sie Schmetterlinge frisst, bleibt sie stark. Wie ich. Klar. Skaten ist verbuggt. Oh je. Skating verbuggen? Ich meine, das Skaten war schon damals merkwürdig, also. Obwohl du eigentlich hättest landen sollen, landest du nicht und all so ein Blödsinn. Aber das Spiel sieht genial aus. Also das muss man ja mal sagen. Die Gegner sehen cool aus. Allein die Truhen. Guckt euch die mal an. So nice und shiny. Alles wirkt so richtig schön poliert irgendwie. Nein, für manche vielleicht schon wieder zu glitzern und alles, aber... Nein, ich find's schön. Ich mag's. Stimmt, das ist ja quasi das Tutorial-Level. Du kannst eigentlich nur hier durchgehen und hast, kannst du sagen, so... Wenn du alle Drachen befreit hast, geht es durch dieses schicke Strudel... Hannibal, das ist eine Kiste, wo man einen Schlüssel für braucht. Da muss er erst den Schlüssel für finden. Aber erst muss ich dir was erzählen. Nein, danke. Tschüsschen. Er hat sich einfach umgedreht, wie asozial. Hat sich einfach umgedreht und mit dem Mast aufs Pflaster geschlägt. Wie der Mast aufs Pflaster schlägt. Da hat er wohl den Gast erlegt. Das ist so cool. Allein schon einfach durch die Gegend zu rennen. Und gegen Zauberziegenhirten zu kämpfen, die aussehen wie Gandalf. In welchem anderen Spiel kannst du das sagen? Dass du gegen magische Ziegenhirten kämpfst, die aussehen wie Gandalf. So, wo ist denn jetzt unser Eierficker? Hab ich noch gerade gehört. Wo ist die Sackratte? Mach ich fertig. Nee, den gesamten Reim kriege ich nicht hin. Das kann nur ein Otto Walkes. Ich habe es zwar elendig oft gehört, aber nee, ganz kann ich das nicht. Spyro, mein Freund. Brauchst du einen Tipp zum Gleiten?
Na klar. Du gleitest länger, wenn du in der Spitze deines Sprungs Sprung drückst. Drück mitten im Flug Aktion, um herabzuschweben. Ja, also gut, es gab's echt noch nicht. Gut. Hab ich wieder was gelernt, Kinder. Ach, stimmt, der ist auf dieser Mauer, der Assi. Alter, den Knopf wie mir vor, den Knacki. Ne, was ich aber kann, tatsächlich ist ja, nein, auch nicht komplett, aber, ich wüsste jetzt zum Beispiel nämlich den Anfang nicht mehr. Der Alkohol-Song, Wir haben Grund zum Feiern, von Otto Walkes. Wüsste ich jetzt auch nicht mehr. Ich muss den mal wieder hören, dann habe ich es, glaube ich, auch wieder drauf. Alter, wie man die grillt, ey. Voll brutal. Brutales Killerspiel hier. Erstmal ab 18. Boah, Kumpel, bleib mal hier. Hier reiß ich den Arsch auf. Er sieht aus wie irgendwie ein Maskottchen von Disturbed. Ist hier sonst noch was oben? Ich meine, das ist jetzt das Geile. Du kannst einfach, du weißt einfach immer instant, wo dir noch Zeug fehlt. Da zum Beispiel. Ich meine, es ist aber auch ehrlich gesagt hier gut. Weil im Original... Faberkrönung, Den Hart, Lila, Grappa, Calvados, Tequila, Asbach, Uralt, Spätburgunder. Wermit und Perno, Williams Birne, Dujardin, Hennessy, Remy Martin, Fernet Branca, Unterberg, Portwein und Bordeaux. Johnny Walker, Jägermeister, Amaretto, Kellergeister, Scharlachberg und Doppelkorn. Birnschnaps und Apfelwein, wir tun wirklich alles rein. Whisky süß und Whisky sauer, Hauptsache wir werden blauer. Amazzotti, Ratzeputz und eine Buddel rum. John Campari, Gormagnier, endlich tut der Schädel weh. Oh Gott. Nee, so ganz habe ich es auch nicht mehr drauf. I lied, sorry. Me lied. Mila. Ach, guck mal. Was ich sagen wollte auf jeden Fall. Es ist aber verdammt gut, dass sie jetzt im ersten Teil das mit Spark schon eingefügt haben, weil das Original Spyro war nicht so detailreich. Hier, wenn euch hier ein Dings fehlt, ne? Wenn euch hier ein Edelstein fehlt, ihr seht den in diesem Gras nicht. Oder generell. Das wäre um einiges komplizierter und um einiges nervtötender nachher. Deswegen finde ich gut, dass sie das gemacht haben. Finde ich nice. Weil sonst suchst du dir an einigen Stellen hier, glaube ich, echt einen Ast. Wenn du irgendwo eine Kleinigkeit übersehen hast. Wenn du Drachen rettest oder auf Plattformen trittst, wird dein Fortschritt gespeichert. Das ist praktisch, falls du mal Ärger kriegst. Was dir natürlich nie passieren würde, Spyro. Nee. Alle Drachen gefunden, nice. Deswegen, es ist an sich schon schlau gemacht, dass sie die Fähigkeit hier übernommen haben. Und du würdest den Ast abrufen, glaube ich. Und ich glaube, das wäre dann eher frustrierend. Also, sagen wir mal ehrlich, damals gab es diesen Luxus nicht von wegen, ja, ne, ihr kannst die Grashalme zählen. Nee, shit, gab's damals nicht. Seht ihr, das meine ich. Die fallen hier im Gras nicht so auf. Was an sich cool ist. Ich muss da schon wieder hoch. Ich mach das hier aber. Spyro, hallo. Guten Tag. Hallo und guten Tag zu Hause. Aber abgesehen ist es bei mir Ewigkeiten her, dass ich Spyro gespielt habe. Aber an sich, die Reihe hat mir immer gefallen. Da waren kein Spiel zu Spyro. Ich habe damals schon Spyro-LPs gemacht. What the fuck? Zwar nicht alle, um genau zu sein. Ich glaube, ich habe damals auf meinem Kanal nur den dritten gemacht. Den ersten habe ich mal ein bisschen gestreamt. Aber ich hatte ursprünglich alle bei mir auf der PS1 sogar. Stimmt, man konnte hier hoch. Ah, ja. Das war hier doch alles ein bisschen fancier versteckt, als ich dachte. Als ich Erinnerung habe. Dann ging das hier noch? Ach du Scheiße.
Merk schon. Ich habe mehr vergessen, als manche erinnern. Bommalunder, Ballendeins, oh, ne Junge, heute wirklich. Ist uns alles eins. Birnen, Schnaps und Apfelwein, wir tun wirklich alles rein. Warum, das hab ich doch gerade. Whisky süß und Whisky sauer, Hauptsache wir werden blauer. Ramazzotti, Ratzeputz und ne Buddel rum. Gin, Campari, Grand Marnier, endlich tut der Schädel weh. Mit Dornkartun. Gut, danke. Danke, merkwürdige Google-Stimme. Alter. Warte mal, jetzt bin ich wieder hier. Das ist das Gebäude. Wo zeigt er mich jetzt hin? Hä? Unter mich. Da geht's dann nicht rein, oder? Hä? Ich glaube, ich bin gerade komplett retarded. Oh. Oh. Hohoho. Da ist auf jeden Fall das, wonach ich gesucht habe. So, und jetzt holen wir uns den Rest. Easy. Danach habe ich die ganze Zeit gesucht. Nee, ich brauche... Hilfe? Allein schon, man zeigt mir an, wo ich hin muss. Wenn ich jetzt noch Hilfe brauche, also dann kann ich, glaube ich, mich gleich an einem Controller erhängen. An einem Wireless-Controller. Yes. Stimmt. Level verlassen. Ja, wir haben alles. Ja. Schlüssel für die Lootbox. Genau, das ist eine Lootbox. Es ist schon random generiert, wie viel da drin ist. Sollen wir noch die Karte einschalten? Man kann eine Karte noch einschalten? Sicker Shit. Ja eben, also wenn ich Hilfe brauche, dann sage ich das auch. Aber ich meine, das sollte noch bei mir im Bereich des Machbaren sein. Das sollte meine Kompetenz noch nicht allzu sehr übersteigen. Wobei ich das jetzt auch nicht schriftlich geben würde. Man kann sogar so ein bisschen hin und her so... Wow. Oh, ja. Bei manchen Minigames nachher im zweiten und dritten bin ich mal gespannt, wie das ist. Dragika. So in etwa. Das Level hier. Cool. Alter, sieht das cool aus. Alter, allein... Alter, keine Ahnung, wer so ein riesen Bücherregal bei sich zu Hause hat, aber trotzdem. Alter, voll den Frosch weggefetzt. Es sieht einfach so fucking cool aus. Es sieht... Man hat echt das Game von damals genommen aus der PlayStation 1. Hat's schön aussehen lassen. Und auf einmal ist die Welt in Ordnung. Alter, vor allem... Der Typ hat so eine Megakeule einfach. Und die haben das Schild von Generali. Das ist ja diese fucking Versicherungsfirma, die immer mit ihrem so einem Schild haben und sich denken, oh, guck mal, Generali, wir ziehen dir teuer Geld jeden Monat ab. Ach, du bist es. Ich wusste nicht, ob du den nervigen kleinen Wesen entkommen würdest. Mich stören sie zwar nicht, aber ich habe einen Tipp. Ihre Metallrüstung ist feuerfest, hält aber keinem Sturmangriff stand. Ich hab grad gedacht, der wollte sagen, ich hab ne Tit. Also. Jetzt hab ich wieder Bock, noch wieder Scott Pilgrim zu gucken. Der Schlag ging voll auf die Titte! Achso, der. Hat er voll den Arsch weggesohlt, ey. Der Typ denkt sich auch nur, ja geil. Meine Rüstung ist nicht so geil gewesen. Vor allem mit so einem Mega-Schild. Das ist optional. Also es ist optimal. Spyro, soll ich dir was verraten? Geht los. Mit Aktion kannst du heranzoomen und dich umsehen. Oh, dein Geheimnis ist bei mir sicher. Geiler Shit. Ich find's halt geil, dass jeder von den Drachen jetzt so eine eigene Animation bekommen hat. Also wirklich so ein eigenes Design auch.
Ich meine, in der PS1 war es halt nur möglich, ne? Andere Farbe. Den einen machst du ein bisschen dicker. Den anderen ein bisschen dünner. Da, guck mal. Hätte ich auch übersehen. Ey, ich find's gut. Das kann man sich kaufen. Ich hab's noch. Also ich glaube, ich kann es noch downloaden, aber man kann es, glaube ich, nicht mehr kaufen im Store, ne? Ich meine, so war das gehandhabt. Wenn du es gekauft hast, kannst du es noch runterladen und spielen. Heißt das, ich könnte jetzt irgendwann für meine PS3 ein Heidengeld verlangen, weil das Scott Pilgrim technisch gesehen drauf ist? Au! Alter, ich wurde geschinkend. Alter, Sparks sind... Ja. Oh. Oh. Sieht alles so nice aus. Oh, das ist nicht mehr kaufen. Irgendwie rechtlichen Blödsinn. Komm her. Oh, fuck. Nimm das, ihr Generali Gnome. Weggefistet. Mit Feueratem, um genau zu sein. Okay, man schmeißt einen hier aber echt noch mit Energie zu. Und da sind ja überall hier Dings gewesen auf dem Boden. Da wirst du echt mit zugeworfen. Fache mein... Wow, okay, es gibt solche versteckten Trophäen. Okay. Muss ich für Platin also tatsächlich ein bisschen mich doch weiter umgucken, als ich dachte? Ich dachte, ich spiele das Spiel auf 100% und habe Instant Platin. Okay. Ich meine, ich habe bei mir zu Hause, also hier in meinem Regal, habe ich auch noch mein das gesamte Scott Pilgrim, die gesamte Box. Kannst du nicht stürmen, aber eine schnelle Flamme sollte sie besiegen. Gut, dass der Kerl überhaupt nicht abgehoben aussah oder so. Shit. Oh? Da hinten. Hm? Wo? Oben? Ich meine, klar, sorry, dass ich es jetzt hier ein bisschen abuse, dass ich diese Fähigkeit habe, aber ich sag mir immer, wenn man mir diese Fähigkeit gibt, warum nicht nutzen? LOL. Mensch, sie scheinen ein bisschen... Es passt sich ein bisschen mehr im Level an, deswegen sieht man es schwieriger. Nee, die Frösche, also so an Tieren gibt wirklich immer nur... Es sei denn, es ist ein Gegner, was dir schaden kann, gibt dir eigentlich immer nur... Dings. Trophäen sind teilweise echt random. Ich glaube nichts, was ein Guide nicht lösen könnte. Ja, es ist Angewohnheit. Sorry. Ich könnte auch mir die Angewohnheit angewöhnen, einfach zu sagen, go fuck yourself. Scheißviech, ey. Okay, nee. Das mache ich dann doch lieber nicht. Habe ich schon alles? Gab's nicht noch ein Level? Okay, den hat das nicht interessiert. Es gab das Boss-Level fehlt noch. Kann ich da jetzt rein? Kann ich das schon machen? Darf ich schon Boss schnauben? Hm. Echt ein Level vergessen? Welches? Wo? Hier hab ich. Das da hab ich. Das hab ich. Das da hinten hab ich. Hm? Weg da! Wow! Wie ich sehe, hast du eifrig Drachen gerettet, Spyro. Wenn du magst, kannst du in die Welt der Friedensstifter reisen. Bist du bereit zum Abflug? Ich will aber hier bleiben. Ja, das Boss-Level. Ja, ich wollte gerade sagen, das fehlt ja noch. Aber wieso ist das nicht offen? Muss ich das jetzt irgendwie...
Muss ich das jetzt irgendwie aufmachen? War das irgendwie? Hm? Nee. Den Drachen davor nochmal abspielen lassen. Ja, der hat Zeug gesagt, wo ich nicht kenne. Hi, Spyro. Muss ich ihn jetzt nochmal? Ist so? Coole Sache. Zufrieden? Mach das nochmal. Der Artisanenboss ist hinter einem Portal im Drachenmaul. Aber du bist noch nicht so weit, Spyro. Du musst erst ein anderes Artisanenland abschließen. Also soll ich hier wieder herkommen? Oder was willst du mir damit sagen, du Flachflöte? Hm. Nö, scheint so. Ich habe jetzt gar echt das Gefühl, ich habe ein Level vergessen. Habe ich irgendwo ein Level übersehen? Ich will mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass es noch ein weiteres Level gab. Und fehlt ja eben. Steinhügel habe ich. Dunkles Tal habe ich. Hey? Ich habe das Fluglevel gemacht. Das Level da oben habe ich gemacht. Durch die große Tür. Was für eine große Tür? Hier am Anfang? Nee, das ist Blödsinn. Weil ich hatte so eine Erinnerung, dass du alles in einer Welt machen kannst und dann ist gut. Nee, aber scheinbar muss ich echt hier nochmal hin. Hm? Der Drachenmaul. Ja, es ist immer noch ziemlich zu. Hier ist auch sonst nichts. Hä? Muss wohl gerade buggen. Das ist ja wunderbar. Wir machen das so, wir kommen hier später nochmal hin. Irgendwie. Hä, man konnte doch alles fertig machen. Steig ein, Spyro. Wir gehen mal in die andere Welt. Wir machen die dann einmal. Und kommen wir hier nochmal hin zurück. Ja, nicht so kompliziert. By the way, wartet mal. Machen wir mal so. Machen wir mal so. Machen wir mal so. Und dann gleich nochmal zurück, dann klappt es sicher wieder. Ja, versuchen wir mal. Kann ich von hier oben gleich Feuer machen? Schade. So, jetzt sind wir ja bei den Friedensstiftern. Ich finde es auch interessant, wurde es damals im PS1-Titel, wurde das denn auch schon übersetzt? Ach shit, jetzt muss ich das hier... Jetzt müsste ich das hier erstmal machen, oder was? Naja, Titan! Oh, Scheiße, erst Maroder! Stiftern. Unser Schatz wurde geklaut und wird gegen uns verwendet. Bitte, hol unseren Schatz zurück, Spyro. Den Schatz zurückholen, alles klar. Ja, voll weggeklatscht, den Boy. Ich mache jetzt hier nur die Overworld schnell fertig. Ja, oh, wie cool. Warum beschießt ihr euch da gegenseitig mit Kanonen? Was ist kaputt mit euch? Kaktus. Alter, man kann so einen Kaktus anzünden, ey. Sicker Shit, würde ich mal sagen. Ja, warte mal, dann mache ich das jetzt so. Ich mache hier die Overworld nur einmal 100%, weil das wurmt mich sonst. Au! Ich wurde gemulti-comboed. So richtig Wombo-comboed. That ain't Falco. So, warte mal, dann wollen wir nochmal gucken. Aber bevor wir hier ein Level machen. Tja, ihr könnt euch nicht verstecken. You can't hide forever. Ach, guck mal, da ist er ja.
Ich sag mal, ja mal fix die Welt hier schnell fertig. Also die Main World. Magnus! Das mächtigste Eis. Hey, Spyro! Sparks, die Libelle, hat dich bisher gut beschützt. Halte ihn bei Kräften, indem du ihn viele Schmetterlinge fressen lässt. Okay. Shit's weird. Sparks? Gut, ich mach's selber. Darf man das Achievement spoilern? Dafür gibt's, ne? Nö, das mach ich. Das krieg ich schon hin. Man kann ja jedes Level eh immer wieder begehen. Also von daher, das braucht ihr mir nicht spoilern. Entweder krieg ich's selber raus. Dünn. Oder ich mach's irgendwann nach, eins von beiden. Es scheint ja ein paar zu geben, wo man, ne... Aber eine Frage, gibt's hier so richtige Abfuck-Achievements? Also jetzt halt mal so gefragt, so, nach dem Motto, boah, ey, ich hab keinen Bock mehr auf dieses dumme Scheißspiel, Deinstall und so. So eine Art Achievements. Gibt's solche? Es ist schon echt nice, dass sie die Musik einfach quasi gelassen haben, wie sie war. Nur halt, ne, auf einen neuen Stand gebracht haben. Das ist schon nice. Ah, warte mal, hier war doch noch irgendwo ein Secret. Ich erinnere mich, irgendwo war hier eine Steinwand, die man wegbomben musste. Damals habe ich mal gedacht, man muss da über den Stein da hoch, aber das ist gar nicht so. Ah, wo war denn das jetzt? Es gab hier irgendwo ein Secret hinter einer Steinwand, wo man wegbomben musste. Weggefetzt. Ich könnte jetzt auch einfach zurückgehen und sagen, so, ich mache jetzt erstmal den anderen Kram. Weil das mag ich nicht. Nee, da will ich, glaube ich, nicht. Die Overworld verwirrt mich gerade so ein bisschen. Oh, da. Yeah. Hey, Sparks, was ist mit dir jetzt? Hast du Schaden genommen oder nicht? There we go. Wusste doch, irgendwie war doch da was. Coole Story, Bro. Alter, Sparks, wie siehst du denn aus? Jesus, habt ihr das Spiel gerade gesehen? War nicht so schwer, aber gleich schon mal Spyro Free wie Draghi. Ach, ja, du, also. Ich sag mir viel eher, wie schwer kann das sein? So. So. Ich bin so ein Fan von den Edelsteinen, ey. Sorry. Das ist schon. Das ist schlimm. Die sehen so gut aus. The fucking disturbed motherfucker. So. Ist Sparks manchmal zu faul, Zeug aufzusammeln? Gunnar! Gunni! Yo! Gut gemacht, Spyro. Mach weiter so, dann wirst du dein Schicksal erfüllen. Schicksal? Ich will doch nur draufhauen. Grille die Gegner und sammle den Schatz ein. Schade, damals hat er gesagt, er will Leuten in den Arsch treten. Alter, Sparks, du faules Stück. Du arbeitest ja gar nicht. Sparks, du oller Spuckfuck. Du Sparkplugfuck. Was ist mit dir kaputt, Mensch? Das kannst du doch nicht machen. Du kannst mich doch nicht einfach so hängen lassen. Are you serious? Was ist dein... Ja, ist ja wohl ein schlechter Witz jetzt. Na gut, Sparks ist weg. Sparks ist mir unheimlich. Alter, Sparks, wofür füttert man hier eigentlich? Was macht man eigentlich? Was machst du?
Wofür bezahle ich dich? Du bezahlst mich nicht. Ja, richtig. Genau deswegen. Wer jetzt? Zappel nicht. Komm an. Komm an in meiner Welt. What the fuck? Was ist denn das für ein Bullshit gerade? Er plumpst einmal gegen die Kante, obwohl die so rund ist. Was ist hier jetzt? Also Sparks, du bist jetzt schon gefeuert. Die Schuld gebe ich dir gerade. Hier ist einfach danach. Jetzt mal, bin ich zu blöd für die Steuerung oder... Mache ich hier irgendwas falsch? Invisible fucking walls? Komm doch jetzt mal im Leben an, Junge. Was ist denn mit dir kaputt? Was ist denn das? Das soll man doch so machen. Was ist denn hier? Was ist denn hier falsch mit dir? Hä? Sag mal, das ist doch nicht mehr witzig. Die Plattformen sind echt merkwürdig. So, warte mal. Alter, was? Was ist mit den Plattformen hier los? Ey, sag mal, du dummes Kind, was machst du? Ey, sag mal, was mache ich falsch? Ich habe jetzt langsam echt das Gefühl, dass es diesen Scheiß-Move schon gibt. Aber ich fühle mich gerade verarscht. Nach Strich und Faden. Ich grinde hier Leben wie nichts Gutes, aber Alter, muss das sein? Tu das Note? Alter. Weiter links. Ich habe doch gerade eben links. Wow. Oh Gott, wieso habe ich so ein ungutes Gefühl bei der Sache? Dass man die Plattform so ein bisschen runder machen wollte, als sie eigentlich sind. Jetzt muss ich gleiten üben. Jetzt bin ich schuld. Okay. Bin ich halt schuld. Ist okay. Bin ich gewohnt. Kenne ich nicht anders. So, ich gehe jetzt erstmal in die andere Welt zurück. Mach die fertig. Alter. Scheiß Vieh. Einmal haben wir die Overworld komplett. Hat ja lang genug gedauert für diesen Blödsinn. Na und was willst du? Ja, nee, ich will zurück. Ich will zurück, du Lachskopf, ey. Mami muss gleiten üben, weil jetzt bin ich schuld, ey. Manno. Und nicht fair von euch. Wenn es sich öffnet. So, mal gucken. Auf maximal Gleit. Es ist die maximale Gleitcreme. Gleitimus. Gleitimus Maximus aus dem Weg. Hä? Hi, Spyro. Coole Sache. Mach das nochmal. Der Artisanenboss ist hinter einem Portal im Drachenmaul. Ha? Aber du bist noch nicht so weit, Spyro. Doch, bin ich. Du musst erst ein anderes Artisanenland abschließen. Okay. Das macht zwar minus 5 Sinn. Okay, machen wir erst die andere Welt weiter. Okay. Fuck you, Sideways. Ist okay. Gut. Ist okay. Steinhügel durch. Warum Steinhügel? Ich meine... Moment, vielleicht weil ich
Ich habe gerade so eine merkwürdige Idee. Ich habe gerade so eine andere Idee. Das könnte ein Bug sein. Weil ich habe die Angewohnheit damals schon gehabt, wenn ich ein Level fertig habe, bin ich nicht durch das Portal gegangen. Warte mal. Sorry, das nervt mich sonst die ganze Zeit. Und glaubt mir, ihr wollt nicht, dass mich das nervt. Weil dann fängt es an, euch zu nerven. Weg. Ja, richtig. Lauf. Lauf, Schlampe. Okay, cool. Fähigkeitenpunkt. Ja, wie wär's, wenn du eine große Portion Go Fuck Yourself? Weil... Weil ich immer rausgehe übers Menü und nie über das Portal, wie man ja eigentlich soll. Aber ich fand's halt immer Blödsinn, das zu machen. Weil ich sag mir, warum soll ich nochmal ganz zum Level rennen, wenn ich es über Pausenmenü machen darf? Ach ja, stimmt, man kann übers Handbuch entwälten. Stimmt, ganz vergessen. Na gut. Weiß ich Bescheid. Weißt du Bescheid, weißt du? Oh, weg, husch da. Kann auch sein, dass das Spiel will, dass du durch das Portal... Ja, eben, das kann halt ja sein. Also, ich weiß es nicht. Ich meine, ich muss erst was anderes abschließen und ich denke mir so, what? Weil ich habe in Wirklichkeit alles... Ich denke mir so, Alter, du alter Drachenfuck. Du Bad Dragon Motherfucking Mofo. Schusch. So, warte. Turbo. Speedrun. Speedrun. Falsche Richtung für Speedrun. Speedrun? Speedrun. Ich habe kein Ei vergessen, das habe ich schon. Ich habe alle Level hier 100%, deswegen. Und in dem einen gab es kein Ei, deswegen. Auch die Portale genommen hat und der Boss ist trotzdem aufgegangen. So, warte mal. Ist ein bisschen buggy. Jetzt hat dann meine Seele Wesensruhe. Wow. Sorry, aber das ist ein bisschen buggy. Also, ne. This is weird. Oh, die Musik. Boah, Alter! Höhle. Ja, ist richtig. Du hast doch gar nicht getroffen. Fickthöhle. Sag mal. What the fuck? Ich hab dich doch... Du Mistgeburt. Sie bringen die um und du denkst dir, nö, Body Slam is very effective. Dreckshöhle, ey. Was für eine Hitbox. So. Sag mal, wie oft soll ich dich treffen? What the fuck? Die sind irgendwie unverwundbar, während sie sich denken, ich bin Hund. Irgendwie unverwundbar. Muss ich irgendwie mal zweimal... vor allem Mega Gandalf. Eure Hitbox ist so kaputt. Das ist nicht mehr feierlich, ey. Ja, man muss die zweimal treffen, so wie es aussieht. Alter, die sind aber auch scheiße.
Jetzt habe ich Sparks nicht mehr. Ist ja wunderbar. Mal gucken, was das hier für Bilder sind. Warte mal. Ja, blöde Viecher. Ey, diese Hitbox ist retarded, ey. What the fuck? Diese Hitbox ist stur dumm. Piss dich. Plan B. Speedrun Tactics. Achso, die sind... Ja. Stahlfell. Ist okay. Ich habe auch natürlich, ich habe mein Titaniumfell, habe ich gerade zu Hause gelassen, sorry. Mein Fell aus Adamantium. Ich habe es leider zu Hause gelassen. Was für bescheuerte Hitboxen, ey. Nasty Nork hat die Artisanenwelt einem seiner gemeinsten Handlanger überlassen. Dem ersten Boss. Er soll mal herkommen, dann gibt's eine Grillparty. Pass auf, Spyro. Toasty hat viele Asse im Ärmel. Hast du noch Zähne? Beim Toasty. Ich weiß noch, Toasty macht irgendwie gar nichts. Er rennt vor dir weg, macht mal hier und da ein bisschen Blödsinn, aber das war's auch schon wieder. Ja. Der eine ist einfach runtergeplumpt. Das gefällt mir am liebsten. Blöde Töle. Jetzt nicht für besonders witzig. Tillmanns Toasty. Ja, ich sag euch, nennt das Zeug bloß nicht Schnitzel. Ich sag euch, das bricht euch die Nase. Am schlimmsten aber diese Hunde mit ihrer Hitbox. Allein einer seiner gemeinsten Leute, weißt du, rennt jetzt schon von mir weg und schickt Adamantium-Hunde nach mir. Ist das ein Huhn oder ein Schaf? Ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall hässlich. Wenn man einfach Feuer spammt, dann geht das auf einmal. Na du. Gib mir dein Geld. Verbrannter Toast. Ih, sehr ekelhaft. Ein Schaf. Ist aber ein hässliches Schaf. Was bist du? Ein Schaf? Okay, sorry. Gut, ich glaube, ich gewöhne es mir mal lieber an, durch die Portale zu gehen. Anstatt einfach durchs Handbuch zurückzugehen. Weil das würde ja Sinn machen. Aber gut, ne Klippenregel, ne? Adamantium-Tölen, ey. 100% des Levels, ich hab 100% der Welt. Die gesamte Welt ist meins. Doch nun können wir tatsächlich Zeug machen. Können wir tatsächlich mal voran im Text. Was geht? Vor allem, wir könnten jetzt schon hier hin, obwohl wir hier noch nicht ein Level gemacht haben. Finde ich sehr interessant. So, der Hund, der hat jetzt die Klippenregel kennengelernt. Die wird er in seinem Lebtag nicht vergessen. Die wird er so schnell nicht mehr los, das sag ich auch. Ich sehe gerade, in der Konfi ist aber auch gerade echt ziemliche Low-Party. Also das, heute ist irgendwie niemand da. Ich bin rausgegangen, also, ne. Haben wir heute mal Zeit für uns. Haben wir mal Quality-Time, so ihr und wir und ich. Dinge. So Icke und ihr und so. Quality Time. Quality Tea Time. Das Level haben wir auch schon hier komplett. Das heißt, wir können uns jetzt komplett den Level-Leveln kümmern. Den Level-Level. Quality. Quality. Da, da, da. Ba, 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 ba. Irgendeine Felsschlucht. Welches Level war das? Ich meine, an die ersten erinnere ich mich noch. Wo kam Treetops? Treetops kam irgendwie, glaube ich, in der dritten Welt. Bäh. Hey, Seref. Angel ist in der Zen-Zone. Das ist gesund. Dass man die Kakteen verbrennen kann. Die Kaktussen.
Man senkt sogar das Gras ein bisschen an. Das ist ja cool. Jetzt haben die schon Schusswaffen, diese Psychos. Ich glaube, es geht los hier. Rennen hier mit Musketen rum. Oh, by the way. Alter, der will mir erschießen. Ich glaube, es geht los hier. Ich hatte ja heute Morgen schon um 7 direkt einen Zahnarzttermin bei mir. Deswegen musste ich um 6 Uhr aufstehen und war dementsprechend müde. Dann komme ich nach Hause, konnte mich nicht direkt hinlegen, weil ich hatte halt ja noch ein halb betäubtes Gesicht wieder, wegen dem Ganzen. Und dann saß ich erstmal hier, hab ein bisschen dies, ein bisschen jenes gemacht. Und dann konnte ich mich tatsächlich hinlegen. Ein Skispiel! Hey, Annie. Danke, dass du mich befreit hast, Spyro. Alter. Pikinier. Was ironisch ist, wenn man das mal so genau überlegt. Auf jeden Fall, ich hab mich hingelegt und hab weiter Full Metal Alchemist geguckt. Ich verstehe, warum Leute diesen Anime hypen. Er ist fucking gut. Bin jetzt bei Folge 13 aktuell. Und meine Güte, ich vermisse Yuji's jetzt schon. Alter, fucking Yuji's. The fields, man. Right in the fields. Ist das hier der richtige Weg, oder? Ich glaube, es ist... Was ist mit euch kaputt? Normal oder Brotherhood? Brotherhood. Da hat man mich ja ausdrücklich vorgewarnt. Ich soll bitte Brotherhood gucken. Hitboxes. Ne, deswegen gucke ich seit ein paar Tagen auf Netflix Brotherhood. Weil das Original habe ich damals sogar schon geguckt. Das ist zwar Jahre her, dass ich das Original damals geguckt habe. Aber man hat mir dann gesagt, so Brotherhood ist um einiges näher am Manga angelehnt. Deswegen gucke ich jetzt Brotherhood. Die trockene Felsschlucht belohnt gute Gleiter. Du bist doch einer. Nee, ist das Nation Questroom? Guck ich ein andermal. Zum Gleiten geboren. Erst wenn ich jetzt FMA durch hab. Oder FMAB. FMAB. Wie man es dann auch nennen würde. Was hab ich jetzt? Jetzt ist hier natürlich die Frage: Ist das hier der optionale Weg? Nee, das ist der. Wollt ihr mich gerade mit einem Vogel hauen? Mit dem Jungen kaputt. Will er mich mit dem Hähnchen hauen? Captain Generali hier auch wieder. Da sehe ich doch schon wieder was. Ach, gucke mal. Gucke mal einer an. Das ist aber... Oh, ich muss diesen. Oh, sorry. Auf dich zu entschuldigen. Okay, sorry. Oh Gott. Geht das? Eben natürlich nicht. Da kommt noch einer. Sorry. Man. Genau. Ich bin am Niesen. Medic! Excuse me! I'm in need of medical attention! Oh Gott. Oh, das war so ein Nieser. Das war ein richtig fieser. Oh, kennt ihr das? Ne, warte mal. Wir gehen jetzt erstmal... Oder gehen wir jetzt erstmal... Ich weiß es nicht. Och, Mensch. Ich weiß es nicht, wo wir lang sollen. Es ist so viel und mein Kopf ist so klein. Kann ich da irgendwie rauf auf die Dinger? Ich glaube nicht, dass ich das... Nope. Das kann ich mir abschminken. Ein fieser Nieser. Ja, das war so ein richtiger fieser Nieser. Richtig fieser. Richtig fieser Genieser. Jetzt erstmal hier lang. Okay. Penis comes near. Fuck it. Ist
Aber der will mir mit dem fucking Hühnchen hauen. Das ist unhygienisch. Oh. Bist du das, Spyro? Das ist meine Bombe. Von dem ich so viel gehört habe. Seit du nur ein kleiner Funke warst, wissen wir... Es hat ja eine fucking Todesbombe bei sich. Ich hab's vergessen. Der Boy hat erstmal eine komplette Todesbombe bei sich. Der sagt sich, boah, kommt mir nochmal so ein Arschloch entgegen. I will nuke them. Achso. Ich hätte das jetzt riskiert. Es gibt bestimmt ein beschissenes Achievement irgendwie dafür, dass ich Kakteen anzünde oder so. Irgendwie die Wüste noch trockener mache oder so ein Blödsinn. Und da will mir die Bombe ausleihen? Ich will hier alle umbringen. Vor allem, das war ja nicht mal so, ne? War ja schon eine massig große mit einem Totenkopf drauf. Und wir wissen ja, wenn da ein Totenkopf drauf ist, ne? It means business. Das Ding nukt einfach mal das gesamte Drachental. Das wäre dann Spyro 4. Enter Atomkraft und all sowas. Das ist der Teil, der hier bei uns noch nicht rausgekommen ist. Nope, das schaffe ich nicht. Hohoho, fancy. Ich dachte, ich habe da was gesehen. Nein, war es perfekt, sei mal ein bisschen glitscht manchmal. Ja, es fühlt sich auch ein bisschen funky an manchmal. Ich schätze mal von hier. Ui. Sprengstoff. Sprengstoff. Goblins. I like them. Hat er den jetzt? Hat er. Ich weiß aber nicht, ob ich Sparks trauen kann mit dem, was er tut. Ich schätze mal, das hier sollte jetzt reichen. Hoffe ich. Oh. Ach shit, ich hab den Schlüssel noch gar nicht. Ach. Frick! Na gut, dann holen wir erstmal den Schlüssel. Sehen wir zu, dass wir da rankommen. Nuke the Dragon Valley, ja eben. Spyro ist fucking pissed. Spyro hat sich die Atombombe von einem seiner Drachenkollegen geklaut. Nun ist es nicht mehr ein Spyro. Jetzt müssen wir alle sterben. So, wie komme ich da hin? Kann ich da einfach perfekt hingleiten? Weil das sieht mir nicht danach aus. Nope. Das sieht mir echt nicht danach aus, als ob ich das so schaffen würde. Aber die Frage ist, wie soll ich da sonst hochkommen? Ja gut. So auf jeden Fall nicht. Spyro 4 Fallout. Das kann nicht schlimmer werden als das aktuelle Fallout. Just saying. You go to hell before you die. Oh nein, nicht schon wieder fucking real life Mario Motherfucker. Nicht der Dude. Alter, da unten. Ich habe mich gewundert, warum ich das so laut höre. Schaffe ich das? Kann mir das wer sagen? Es scheint mir wirklich nicht so. Es scheint mir nicht wirklich machbar. Scheint mir, als ob mir da so ein Fitzel fehlt. Was mich halt nervt, ist, ich muss jetzt erstmal den Schlüssel holen. Dann muss ich nochmal zurück und den Rest holen. Und dann muss ich wieder zurück und durchs Ding. Gibt einen anderen Weg. Leute vom Original Fallout jetzt ein eigenes Franchise machen und Bethesda den Mittelfinger zu zeigen. Ja, warum nicht? Ich meine... Fallout 70 Schieß mich tot war ja auch legit trash, also. Ne, wenn du es wirklich nicht hinkriegst, das, dein Spiel wenigstens zum Laufen zu kriegen, dann. Uff. Big uff. Das muss doch so gehen, weil ich komme hier nicht hoch. Versuch das einfach mal.
andere. Irgendwie muss das doch machbar sein. Leute, helft mir mal bitte. Bin ich auf dem richtigen Weg oder muss ich irgendwo anders? Joink. Mit Anlauf? Ich weiß ja nicht, mit dem Anlauf. Bringt das was? Anlauf ist schwierig. Kann's versuchen. Schlüsselschuhe ausschalten. Und da ganz sicher? Das klingt ja mal richtig fancy, die Idee. Weil das hier funktioniert nicht. Ich brauch die Bombe. Ah ja, natürlich. Wie komme ich auch drauf? Ich brauch die Bombe. Wo ist die Bombe hin? Okay, sorry. Ich gucke in letzter Zeit zu viele alte League of Legends Videos. Und dann merkt man erstmal so ein paar Quotes erstmal. Lol. Da oben ist auch noch zu viel. Okay. Warte mal, warte mal. Eins nach dem anderen jetzt. Das schafft man von hier? Verarsch mich. Guck mal. Hätten sie das, Propellern da nicht noch einfügen können hier? Das hätte das Ganze nochmal... Ich habe irgendwie das Gefühl, die Plattformen sind hier sehr wonky. An einigen Stellen. Also, wirklich no offense, aber einige Plattformen sind echt, fühlen sich ein bisschen wonky an. So ganz merkwürdig irgendwie. Das heißt, ich muss jetzt von hier... Warte mal. So quasi von da. Das soll funktionieren? Nicht von hier wahrscheinlich, aber das... Das soll funktionieren? Nee. Das funktioniert doch nicht. Nee. Das schaffe ich doch niemals. Ja, eben irgendwas mit Ich lese mal irgendwas mit Fähigkeitspunkten. Aber hier, Fähigkeitspunkte. Das sind keine Fähigkeitspunkte, das sind so Stilpunkte. Metallkopf, perfekt. Ah, ich sehe schon. Weiter am Anfang ist ein anderer Geheimgang. Weil das hier, das wird nix, das, nee. Weiter am Anfang, das ist hier der Anfang. Hier soll irgendwo... Da muss ja. So, wo? Kannst mal sehen. So viel Ahnung habe ich. Und davon ganz viel. Irgendwo? Da ist ja das Ende. Da ist... Okay. Nani. Weiter in der Mitte. Ne, Geheimgang war... Okay. Geheimgang, wo bist du? Aha! There we go. Weil ich hätte immer so das Gefühl gehabt, das schafft man. Das ist nicht so weit. Das kannst du auch springen. Jetzt ist die Frage, wie soll ich da hinkommen? Also warte mal, einfach von da hinten, ne? Das schaffe ich nicht. Au. Ah. Ah. Ah, guck mal. Ah. Verstehe.
Easy, wusste ich. Ich wollte nur wissen, ob ihr es wusstet. So, und jetzt von hier aus. Genau. Ah. Oh, nee. Super geglitten, Sparrow. Ich Ach, fick schon, dich doch. Ich sitze ewig hier fest mit diesen Geiern auf dem Kopf. Die sehen zwar zäh aus, schmecken aber lecker. Der Handy, fuck you. Besonders über dem Feuer gegrillt mit einer Prise Salz. So, jetzt müssen wir aber sowieso nochmal zurück. Weil uns jetzt ja die Truhe noch fehlt. Mein Gott, Walter. Nee, was wollte ich gerade? Irgendwas wollte ich gerade sagen. Ich hab's vergessen. War dann offenbar nicht so wichtig. Kann nicht wichtig gewesen sein, wenn ich schon wieder vergessen habe. Oder wo waren wir stehen geblieben? Ja, was heißt denn miese Erklärung? Sorry für meine Blödheit. Weißt du, das Spiel ist älter als ich gefühlt. Ne, und ich bin zu blöd für sowas. Weißt du, ich denk dann immer so, oh, das schaffe ich irgendwie. Versuch's 10 Stunden, schaff's nicht. Und denk mir, scheiß Spiel. Na gut, hier hört er wenigstens denn. Hier flattert er gegen Ende dann wenigstens noch. So. Aber ich gehe jetzt trotzdem immer lieber durchs Portal. Einfach sicherheitshalber. Just in case. Was ich wollte. Lass mich raten, ich brauche für Platin all diese Stilpunkte, diese Fähigkeitspunkte. Wahrscheinlich. Müsste ich mir mal durchgucken. Ich bin ja schon neugierig. Ich hätte ja schon gerne Sachen, die ich auf Platin machen kann, auf Platin. Da war ich zu dumm, eine Kanne Milch zu holen. Was setzen wir uns zu holen in die Konfi? Komm, wir hatten jetzt genug Quality Time. Wir setzen uns jetzt zu holen. Der sitzt da so einsam in der Konfi gerade. Ey, du Fickschnitzel. Na, du Pimmelstulle. Sackgesicht. Arschkrampe. Kackbatzen. AfD-Wähler. Das nimmst du sofort zurück. Zwing mich. Ah, ja. Spyro-Knuddler. Ja, was dagegen? Ist gut shit. Ah, taugt die Kollektion also doch was. Ja, es ist ein bisschen funky an einigen Stellen, aber an sich ist es nice. Das ist das Retro-Feeling. Das muss funky sein. Nee, das ist nicht Retro-Feeling, hol. Das ist nicht Retro-Feeling. Manche Plattformen sind echt ein bisschen wonky. Da bolzt er denn einfach gegen und sagt sich so, hi, na, schon ja, mal. Das ist Retro, das muss so. Was ein schönes Leben hast du da gehabt. Es wäre doch schade, wenn ich es dir wegnehmen würde. Ach, noch ein Fluglevel. Wahrscheinlich steht das Walross neben dran und will dir was verkaufen. Walross? Bär, Dinge, Vieh. Was? Oder war das ein Bär, wo dir als 4 Gems irgendwas verkauft hat? Ach, du meinst hier, Geldsack. Dieser Bonzo. Ja. Moneybags. Ja, Moneybags ist bekannt. Der kam mit dem zweiten dazu. Der hat dir Skills verkauft, die du gebraucht hast und sogar Öffnungen in Welten. Beziehungsweise Öffnungen in Welten und in Welten auch noch Zeug. Der wollte immer Geld von dir. Ich wusste, er existiert. Ich wusste, er will dein Geld. Ich hätte ihn allerdings eher Nana getauft. Deswegen war es im dritten so geil, wenn du denn das Spiel durchhattest. Da durfst du ihn so richtig penetrieren, den Boy. Alter, was war das denn jetzt? Bullshit. It's me, Austin! Oh nein. Jetzt nicht wieder Wrestling-Referenzen, ey. Wobei, heute Abend läuft wieder Smackdown. Raw war gestern ganz witzig. Smackdown. Ja, ich habe tatsächlich mal wieder einen Curbstomp live gesehen. Das war schön. Kann man nicht... Ach, shit. Ich meine, allein erstmal das Ding heißt fucking Curbstomp und es ist einfach mal... Du stampfst einfach jemanden in den Boden. Das ist so cooler Move eigentlich. Stomp, der Musical. Ja.
Denkst du einfach nur Stamp on the ground. Döp, 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 döp. Ja, glaube ich, lustig. River Dance im Ring. 100 bis hoffen ihren tanzen dein Gegner tot. Gefangen. Ich weiß ja nicht, wer guckt aktuell von euch aus dem Chat gerade Wrestling? So aktuelles Zeug. Weil, ich bin ganz ehrlich, ich bin aktuell ein Riesenfan von Lucha House Rules. Also der, dem Team Lucha House Party. Es liegt aber daran, weil ich generell ein Riesenfan von, ja, Luchador Wrestling bin. So dieses ganze durch die Gegend gefliege und so, ich finde das mega cool. Ach shit. I fucked up. Die haben halt noch Spaß bei ihrer Arbeit. Die haben richtig Spaß, das sag ich dir. Ich sag dir, die fliegen da durch die Gegend und schmeißen sich auf Leute, das ist nicht mehr feierlich. Es ist wie die Nationalmannschaft aus Jamaika im Fußball. Die spielen immer auf Gras. So, ich meine, die Kamera ist hier bei den Fliegepassagen ein bisschen wonky. Wanker. Ja, das fühlt sich ein bisschen merkwürdig an. Spyro hat irgendwie merkwürdig Gewicht in der Luft. So merkwürdig das auch klingt. Das steuert sich teilweise... Ja, bewegt sich nicht so, wie du es erwarten würdest von dem Vieh. Ja, es steuert sich teilweise ein bisschen weird, finde ich persönlich. Nicht schlimm. Also da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Aber... Der ist ja noch jung und unerfahren. Der muss das noch mit dem Fliegen lernen. Ich meine, das ist die vertikale Achse, wenn ich mich jetzt nicht irre, ne? Nach oben und unten ist doch vertikal. Horizontal? Vertikal, horizontal, anal, penetral. Horizontal war doch oben und unten. Vertikal war links, rechts. Achse nach oben oder Achse zur Seite? Ganz einfach. Auf jeden Fall nach oben und unten fühlt sich manchmal ein bisschen weird an. Ja gut. Was habe ich denn jetzt hier gerade falsch gemacht? Habe ich einen verpasst irgendwie? Mach doch schon Turbo hier. Ich meine, schneller kann ich in der Luft nicht. Ich. Aber du musst. Ich muss. Ja klar. Als wir beide den heiligen Aal geräuchert haben. Lass den Aal aus dem Spiel. Ein Friesenbesen soll gewesen, was im Friesenland gewesen, mit dem Schrubber und dem Besen auf dem Teich und unter Tresen. Ihr trinkt nach dem Odonier noch kaltes Wasser. Spicy. Okay, das war nicht gut perfekt, aber es hat funktioniert. Ich hätte jetzt auf kaltes Wasser eine andere Reaktion erwartet, aber okay. Als spicy. kaltes Wasser. Das ist so würzig. Oh, mein kaltes Gott. Wasser, so spicy. So, und jetzt 100 Gummipunkte. Woher kamen die beiden Zitate? Wer beides richtig hat, der darf sich einen imaginären Gummipunkt geben. Imaginären Gummipunkt, das sind die besten Punkte, by the way. Die dürft ihr euch selber anmalen. Eben. Und dann könnt ihr den heiligen Aal räuchern. Ja, und nach dem Unanieren kaltes Wasser trinken. Mhm. Das ist das beste Wasser. Und euch wird ein schöner Schal verpasst. Yo. Ich find's geil, wie der Typ von meiner bloßen Anwesenheit einfach in Schockstarre verfällt, ey. Das ist cool. Sieht alles so stylisch aus. Sag mal, wo sind die anderen Level jetzt hier? Ein Tag-Team, was man dir empfehlen kann, wäre War Raider? Was? Der Wahlreiter? Hab ich... Das ist ein Tag-Team? Natürlich gerade zum ersten Mal, dass es so ein Tag-Team gab. Das war Klippenstadt. Irgendein Level fehlt mir hier gerade. Oder?
Klippenstadt, Klippenregel. Oha. Da, hier. Oder? Nee, warte mal, das ist... Lass mich mal kurz... Ja, warte, ich bin gerade an dem Level vorbeigerannt. Meine Mama hat mir erzählt, Gummipunkte sind für Schummler. Das, so kann man es auch interpretieren. Ja, nur wenn du dich dabei erwischen lässt. Und? Choose your fighter. Oh Gott. So. Miau. Welches Level ist das jetzt? Was bist du denn? Alter. Bitte flash mich nicht wirklich. Du würdest meinen gesamten Twitch-Kanal damit bannen. Gut, hat er nicht gemacht. Ich glaube, er wollte mir einfach nur Zeug verkaufen. So, by the way, hier erinnere ich mich dran. Hier weiß ich, dass hier noch Zeug war. Da bin ich einmal schon drauf reingefallen. Oh, das ist das Level, das kenne ich noch. Das ist cool. Ja, richtig. Schick Mexikaner nach mir. Den Topf kann ich nicht umstoßen, ne? Schade. Kleine Höhle, wo du drin warst. Echt, da war auch ein Level? Okay, gut, da muss ich dann noch hin. Dann weiß ich auf jeden Fall jetzt, wo die Level sind. Das ist gut. Wenn du nur ganz fest daran glaubst, ist alles ein Level. Hier laufen so Geckos rum. Nee, was sind das? Kragen-Echsen irgendwie? Haben die da so eine Halskrause, die sie aufstellen? Ja, genau. Ja, das sind Kragenechsen. Oh, die finde ich cool. Ich mag die. Ich meine, du erkennst ziemlich leicht, wenn sie sauber sind. Ja, die hauen dann so ihren Kragen auf, ne? Mhm. Alter, das ist ein Hammer. Wie soll man eine Metallrüstung mit Flammen angreifen? Denk dran, Spyro. Flammen nützen nichts gegen Metall. Aber ein Angriff mit deinen Hörnern sollte wirken. Die Stimme kam mir gerade mega bekannt vor. Ist das wieder so ein RTL-Sprecher? Miau. Komm mal her auf einen Zentimeter. Ich bolze dich um. Guten Abend. Guten Abend. Hello. Wanker. What up? Hey, wen nennst du ihn Wanker? Du Wanker? Selber Wanker. Wiener. Selber Wanker. You're a fucking wanker! Fuck you with an anchor! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! You're a fucking wanker! We're gonna punch you right in the balls! Fuck you with a fucking anchor! You're all come so fuck you all! Ja, wir haben immer so eine richtig schöne Umgangsform hier bei uns. Das ist Liebe. Ja. Das ist dieser Weihnachtsspirit, von dem alle immer reden. Ja, das, Leute, das passiert, wenn man sich so ein paar Jahre kennt. Das passiert dann. Man lernt sich einfach zu fucken. Eben. Ja. Es ist nicht ganz Freundschaft plus, aber es ist schon noch beleidigend genug. Was in etwa bei vielen manchmal dasselbe ist. Oh boy. So. Ach nee, warte mal, da muss ich von... Stimmt, hier die Mauer hoch. Ja. Ihr seht so merkwürdig aus. Was denken die bestimmt auch über mich, also von daher. Nein, du doch nicht. Nein. Das Spiel, du wirkst doch so völlig normal. Als Dragon. Das Spiel sieht so fucking gut aus, ey. Ach ja. Wir haben schon Glück, ey. Weißt du, dass heutzutage noch solche Games rauskommen. Vor allem einfach mal... Gott, wie alt ist Spyro 1? Das müsste man echt mal nachgucken. Zu alt. Sehr alt, ja.
Ich weiß noch, Spyro 1 habe ich damals als kleiner Bub gespielt, also... 8. September 1998. Alter, feeling old yet? Hey, was ist auf der anderen Seite vom Fluss? Gleite doch hin und finde es heraus. Echt mal, kannst auch fliegen, Dipshit. Flieg doch, flieg doch. Flieg doch mit dem Anker. Flieg doch mal nach Ankara. Das auch. Nice. Ja, irgendwie, sie haben in dem Spiel eingefügt, dass Spyro an manchen Klippen so leicht nach oben gleitet, aber bei manchen nicht. Deswegen, es ist ein bisschen wonky manchmal. Es ist ein bisschen random. Swonk. Edelschweine. Es geht für dich und mich, aber überwiegend diese für mich. Diese Schweine können sie hauen. Das hat irgendwie jeder damals immer gesagt, ne? Beziehungsweise so heute noch. Naja, heute mehr denn je. Ich meine, an sich haben die einen guten Slogan gemacht, nur niemand erinnert sich an den Slogan für, also, richtig. Das ist irgendwie peinlich, wenn man mal so drüber nachdenkt. Stell dir mal vor, du sitzt wirklich ewig lange an einem Slogan für deine Firma. Hast dann endlich die Idee und auf einmal erinnern sich Leute nur an diesen Slogan, weil er komplett falsch ist. Weißt du, was das Schlimme ist? Na? Ich verstümmel diesen Slogan nur zu gerne und ich habe die ersten Jahrzehnte meines Lebens über einer Volksbank gewohnt. Ja, war das nicht irgendwie Schwäbisch Hall oder so? Auf diese Steine können sie bauen, Schwäbisch Hall, ja. Gibt's die überhaupt noch? Ja. Die sind ja in der Volksbank, glaube ich, aufgegangen. Ein Erfolgsmann. Schwäbischall ist Sparda. Das ist jetzt Sparda? Sparda! Okay, sorry. Ich weiß es, weil ich bei der Sparda bin. Kannst mal sehen. Du bist am höchsten Punkt der Klippenstadt. Von hier aus kannst du fast jeden Ort erreichen. Ich würde den Wirbelwind da drüben nutzen. Ja. Mediamarkt. Ich bin noch nicht blöd. Doch, bist du. Nur ein bisschen. 20% auf alles außer Tiernahrung. Ich habe aber gestern gesehen, bei Mediamarkt hauen sie jetzt auch die Switcher 300 raus, inklusive einem Game. Echt? Mario Kart. Oh, das wäre sogar voll was für mich. Weißt du, und dann tun sie so von wegen, ja, das sind Modis, die sie benutzen können. Fernsehmodus, Tischmodus, Handmodus. Das sind die Funktionen der Konsole. Schön, dass du das noch mit bewerben müsst. Also, sie verkaufen also quasi die Konsole für etwas, was eigentlich, wo man sich sagt, so, ja, well, I know. Sie tun jetzt so, als hätten sie das Ei neu erfunden, obwohl das eigentlich die normalen Nutzerfunktionen sind. Hätten sie das Opi neu erfunden. Brüste. Opium, bringt der Opium den Opium. Genau. Ja, aber was mit Opa ist? Echt mal. Das ist doch die viel wichtigere Frage. Hat eine normale Frau. Ja. Ja, aber Opa freut sich auch drüber. Eben. Nicht unbedingt. Ja, eben, das ist dann wieder, das ist wie Opium und das bringt dann wieder den Opium. Genau. Aber wenn der Opi Omi umbringt, dann kocht also der bringt Oma der Opi Kohl. Omi um. Dann kocht die Oma Kohl und dann kochen die sich gegenseitig schon wieder Kohl und jemand fragt sich warum. LOL. Und bringt der Opi Omi um, dann war er bestimmt auf Opium. Nice. Level abgeschlossen. Geil. Level fuck. Und so sprach das Bier. Der Froster What the fuck? Ein weißer Whisky Mixer mischt weißen Whisky. Deswegen ist dieser Spruch so gut.
Und so sprach das Weißbier, wer von euch ohne Hopfen ist, der werfe das erste Kölsch. Ah, stimmt Hans hier. Hans hat Holz hinterm Haus. Aha. Nicht wirklich. Fuck Hans. Hans ist a dickhead. Der Leutnant von Leuten befahl seinen Leuten nicht eher zu läuten, als der Leutnant von Leuten seinen Leuten das Läuten befahl. Der ist lustig irgendwie. Ich mag den, auch wenn er nicht schwer ist. Furcht vorm Fruchtfleisch ist Furcht vorm Fruchtfnöfen. Also, ich hätte meinst den hier. Oma kocht Opa Kohl. Oh, Opa ja. Kocht Oma Kohl, doch Opa kocht Oma Rosenkohl, Oma dagegen kocht Opa Rotkohl. Und niemand hinterfragt, warum diese beiden Psychopathen sich gegenseitig Kohl kochen. Damit sie gut stinken. Weißt du, ich will gar nicht wissen, wie die pupen müssen nachher, ey. Den ganzen Tag nur am Kohl fressen, ey. Partypooper. Weil hier dieser Zungensprecher von wegen, es war einmal ein Mann, der hatte drei Söhne, der eine hieß Schnack, der andere hieß Schnack-Berack. Oh nee. Der dritte hieß Schnack-Berack. Schnapp-Schnapp-Pimimini. Schnack-Berack ist ja noch so, kann man noch aussprechen, aber danach Schnack-Berack, Schnack-Kumini. Nun war da auch noch eine Frau, die hatte drei Töchter, die eine hieß Sip, die andere Sippelip, die dritte hieß Sippelippelimini. Sippen-Sippen-Flippen-Kacken. Hausflipper. Hausflipper. Fliegen hinterher. Ohne Scheiß, es kommt mir echt manchmal so vor, als wäre Sparks einfach zu faul für seinen Job. Ein weißer Whisky-Mixer mixt weißen Whisky. Weißen Whisky mixt ein weißer Whisky-Mixer. Oh! Und wenn ich einen schwarzen benutze? Hm? Oder einen asiatischen? Das passt dann nicht mehr. Ach, das passt nicht in dein Weltbild, du Rassist. Das passt nicht in dein Weltbild. Boah, du widerst mich so an. Boah, ey. Du machst mich krank! Bayerische. Ich bin gerade bei den bayerischen Zungenbrechern. An Orkanschüssel Swarf musst mit Umranz. Was? Genau. Das sagt mir ja, log mich doch am Zipple. Müs mal du a. What the fuck? Das sind doch keine Wörter! Ja, hast du eine Ahnung, was hier Wörter sind? Ach, aber hier, schnackschende Magde Pelimini oder was? Ja, chock the fuck. Mosma do oa oa inuat. Ich weiß noch nicht mal, was die von mir wollen. Große Norks, die Rüstung nochmal. In der Eishöhle kann ich werf ihn mal rein. Erzähl's doch einfach. Mosma do oa oa initoa. Irgendwie, weiß ich was, ich irgendwie ein Item aus League of Legends. So ein bisschen. Ja, natürlich den Schlüssel hat er nicht aufgesammelt. Er sagt über das geschrieben wird, ist. Oh, da sind ein paar schöne Wörter, die ich meiner Freundin Sky senden kann. Achso, so typisch deutsche Wörter, wo sie sagt, so you idiot Germans. Ja, sowas wie Donald Oschens Fast, Gesellschaftskapitänsvertreter, Fast, Gattin. Danke, dass du mich befreit hast. Konstantinopel. Apropos. Hohl. Ja. Ich weiß, du hast hier das Finale von Helsinger Bridge nicht geguckt, ne? Ja. Aber um das mal zu erklären, weil das fiel mir letztens wie Schuppen vor die Augen. Am Ende hatten die so Credits, sag ich mal, also hatten die Credits halt laufen lassen, wo nochmal jeder aufgezählt wurde und alles. Und währenddessen hatten sie so Deleted Scenes mit drinne. Ja. Und an einer Stelle meinte Alucard einfach nur so, yes, this is a JoJo reference. Und Walter so, I like part one. Und dann Alucard einfach nur so, of course you do, you fucking Brit. Und dann schalten sie zu dem hier, zu dem Nazi-Anführer um. I like part 2. Und erst heute ist mir aufgefallen, wieso dieser Witz Sinn macht. Ohne Scheiß, ich saß heute auf dem Klo und hab mir gedacht so, Mother of God, it makes sense now.
Walter mag Part 1 wegen, weil jeder da ein Brite ist. Und fucking der Nazi mag Part 2 wegen Stroheim. Lampenmittel. Ohne Scheiß, ich bin die ganze Zeit da nicht drauf gekommen. Das ist so schrecklich. Fuck. Oh. Alter, die haben jetzt echt bei... Also erstmal danke für die Bits, Nu. Die haben jetzt für Direct Relief echt schon 42.000 zusammen. Nice. Nice Dinge. Ich sende jetzt auch erstmal meiner Freundin aus Amerika auch erst immer so, gibt's denn dem Opium, bringt Opium den Opium. Ja. Ich habe ja auch Konstantinopolanische Dudelsackspfeifenrohrsfabrikantentöchter gesendet. Ja, aber komm, das ist ja schon, das hat ja nichts mehr mit unserer Sprache zu tun. Das ist einfach nur, our language will fuck yours. Ich habe ihr schon mal Donatoschus Fahrts Gesellschaftskapitänsgattin uns auch schon mal gesendet gehabt. Sie saß davor so, das ist ein Wort. Ja, das ist ein Wort. Ja, aber es ist ein Wort, was kein Schwein benutzt. Oh, fuck. Trotzdem, ich habe ihr auch schon mal gesagt so, ja, Ricky can speak tschechische Streichholzschächtelchen, you know, you're German. If your lantern walks with you. Sie hat mich gehasst. Ich hab dir auch hier von wegen, you know you're German when your lantern walks with you and you walks with a lantern. Oh ich Mann, ey. Mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. What is with Green Lantern? Danke für die Rettung. Ich müsste den Jojo-Manga mal weiterlesen. Das ist so nice, dass die ganzen Drachen jetzt tatsächlich nicht nur wie im Original einfach nur Klumpen sind in verschiedenen Farben. Sondern tatsächlich einen Style haben. Ich habe jetzt ja auch nochmal das mit dem Whisky-Mixer gesendet. Ja gut, das macht ja noch, das akzeptiere ich ja noch. Das mit Opium musste einfach sein, einfach weil ich ihn lustig finde. Ja, weil es ist Opium, wo Opium bringt. Ja. Das ist an sich Killer-Opium. Ja, Rindfleisch-Etikettierungsverantwortungsübertragungsgesetz. Genau so ein schönes Wort. An dem Moment, wenn ich das mal in meinem normalen Wortgebrauch brauche, ne? Ich melde mich bei dir. Dann wissen wir das auch in einem Endstadium. Den habe ich auch in einem Endstadium, so in etwa. Wie äußert sich die Krankheit? Wusstest du eigentlich Wusstest du schon? Aber ich muss echt sagen, ich gucke mir das ja gerade auch an. Jetzt habe ich jetzt schon auch angemacht, Shadow. Ich finde, das sieht verdammt schön aus. Es sieht verdammt schön aus. Wie gesagt, ich bin ein Riesenfan von den Edelsteinen. Und generell alles funkelt und glitzert und sieht nice aus. Spyro sieht so niedlich aus. Ich will ihn knuddeln. Ich dachte, eine Knarre. Dachten ja, du wärst noch nicht bereit. Aber bring ihn um, bring ihn um! Oh nein, nicht Rhabarber-Barber-Barber-Barber. Wofür genau? Ah, Rhabarber-Barbara. Ja, Rhabarber-Barbara. Wir können auch bei Stabber einen Kreis singen. Oh nein, Keks, lass gut sein. Wir haben gelitten. Auron ist nicht mal da. Ich hab grad gute Laune. Shit, mir fehlen zwei Edelsteine. Oh, also hier, hi. Oh, das ist ein Leben. Okay. Na. Aber Shadow. Yes. Kannst du mir vielleicht helfen, später mal eine gute Webcam rauszusuchen? Eine gute Webcam, die nicht allzu teuer ist. Das kriegen wir hin. Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. Da verhaspel ich mich immer wieder. Das ist bei mir wie mit dem Whisky-Mix. Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. Ching, Shang, Ching, Shang, Bums, Kalawiski. Das klingt mehr rassistisch als alles andere. Da nochmal für alle zum Mitlesen. Ein weißer Whisky-Mixer mixt weißen Whisky mixt ein weißer Whisky-Mixer. Jetzt fängst du wieder mit deinem Rassismus hier an. Immer dieser Wichser. Das ist auch ein Wichser, ist das. Mag ich nicht, will ich nicht, esse ich nicht.
Oh nee, wieso besteht mein Chat jetzt nur noch aus fucking Zungenbrechern? Brauchen wir doch eine Betäubung für Shadow. Oh, das ist das Level. Oh, ich erinnere mich. Die schicken jetzt die ganze Zeit diese Leute nach mir. Und die rennen einfach nur. Ah, ah, ein Drache. Den kriegen wir. Oh, das Spiel sieht so toll aus. Die Edelsteine. Ich bin. Oh, I'm a fan. Ich bin kein Ventilator. Man sieht, wo ich meinen herkopiert habe, gerade egal. Free Switch, Witch. Ich hab dir den gar nicht selber ausgedacht. Nein. Dann ist jetzt die Klippe runter. Free Switch, Wish, Bitches, Witch, Switch. Wished to be switched, Switch, Witch, Bitches. Wished to watch, Switch, Switch, Watch, Watch, Switches. Witch, Swish, Witch, Bitch, Witch, Wishes to be a Switch. Also okay, für mich laberst du gerade nur noch über Bitches. Also ich habe gerade rausgehört, also Bitches von Twitch wollen eine Switch und wünschen Bitches sich, dass sie mit Twitch ihrer Switch auf Twitch sind. Immer diese Bitches von Twitch. Mit ihrer Switch. Ja. Immer diese Titty-Streamers, die Titties und Bitches mit ihren Switchies. Und Dittis und Bubis und Bubus. Mit den Dittis und den Bubis. Und den Bobos. Und den Dudus und den Babas. Und den Dudus. Weil Shadow, hast du damals nicht sogar das Original davon mal gemacht hast, als Let's Play damals? Hier den ersten oder war das der dritte, den du gemacht hast? Ich habe den dritten damals gespielt. Bei mir ist das Problem, ich habe eigentlich alle auf der PS1 gehabt. Ich habe den ersten. Den habe ich jetzt noch und den dritten habe ich noch. Aber den zweiten, ich habe den Fehler gemacht, den habe ich meiner Ex gegeben. Und habe ihn seitdem nicht wiederbekommen. Deiner Ex? Welcher der ganzen? Ich glaube, der dritten. Ich muss auch immer nachdenken. Ich bin gerade auch überlegen, welche von den waren. Kennst du nicht. Kenn ich selber nicht mehr. Hildegard. Genau. Solange es nicht Sieglinde ist, denn Sieglinde ist nämlich meine Nähmaschine. Hat die sich eigentlich wieder eingekriegt oder macht sie immer noch die Operndiva? Sie macht immer noch die Operndiva. Oh. Ich bin eine Twitch-Bitch. Nee, ich bin keine Twitch-Bitch, Snitch. Er hat doch nicht mal eine Switch. Ich habe ja nicht mal eine Switch. Hätte er eine Switch, könnte ja auch Twitch eine Bitch sein. Nee, meine Oma, die ist da noch am gucken, dass die Overlock dann jetzt wieder funktioniert, weil es liegt nicht an den Nadeln, weil wir haben die Nadeln ausgetauscht jetzt. Wir haben öfters mal die Fäden neu eingefädelt, aber scheinbar wird da irgendwas noch mit dem eingefädelten Faden noch falsch sein. Du kannst dir nicht vorstellen, wie es ist, dem Laufen zuzuhören. Aber er sollte besser oder mit der Fadenspannung. Aber Fadenspannung bezweifeln wir. Da haben wir auch schon dran rumgedreht. Das wird irgendwas mit dem Faden sein. Obwohl wir es eigentlich immer wieder richtig einfädeln. Zum Glück hast du Nadeln und Faden dabei. Hier, du brauchst etwas Trost, denn Sieglinde, du brauchst etwas Trost. Bitch. Na, das kriegen wir schon wieder hin mit der Overlock. Oh, voll auf den Arsch. Vielleicht muss man mal upgraden zu Overwatch. Alter, warum haben sie Dr. Sheep in diesem Spiel so ein Thick Ass gegeben? Alter, der Typ voll den Thick Ass. Dinge, wo ich nicht wollte in meinem Leben. Aber wohl. Ja. Ich werde jetzt demnächst gucken, dass ich die Schiffe für Ash bekomme. Oh. Ah. Und nun nochmal danke für die Bits. Oh, ah, oh. So, was macht der jetzt? Ah, okay. I'm watching you. Gotcha. Fähigkeitsscheiße erhalten. Und wie der Mast aufs Pflaster schlägt, da hat er wohl den Gast erlegt. Und wie er so den Mast sägt. Ich feier diese Stelle bei Otto. Im Namen des Volkes, wenn einer einen Gast zersägt, dann wird die Tat mit Knast belegt.
Wenn er als Kontrast erwiegt, dass er sein Geld zum Pasta trägt, dann wird das nicht mit Knast belegt. Stattdessen wird der Mast zersägt und auf das Grab vom Gast gelegt. Wenn dieser Spruch nicht passt, der trägt die Kosten des Verfahrens. Das Urteil lautet Freibier. Also das wäre so ein Urteil, was Michael mögen ja, würde. Ja, das wäre sein Urteil. Das Urteil lautet Freibier. Ja, es wäre nur scheiße, wenn er die Kneipe betreiben würde. Sagen wir so, ich habe ja hier von der Comic-Con habe ich ja total viele Booster-Packs bekommen. Die hätte ich heute mitgenommen und habe halt meinen Kids gesagt, ja, wenn ihr euch heute benehmt bei mir in der AG, bekommt ihr davon später von den Yu-Gi-Oh-Karten welche. Alter, also, du hast einfach Booster-Packs gekriegt? Ja. Wie cool. Aussteller-Boni und so. Oh yeah, so, bist besonders, bist toll, ja. Und dann habe ich halt aufgemacht, ich so, oh, habe erstmal selber durchgeguckt, ich so, nee, die Karte kriegt ihr nicht. Also, was ist das, was denn für eine? Odin! Odin! Und dann auf den nächsten Booster-Pack auch mal so, oh, die kriegt ihr auch nicht. Zoa! Ach so, eine Biste. Erstmal die Packs öffnen. Ja, erstmal gucken. Also, ihr kriegt den Trash, aber ich behalte hier Odin und Thor. Weißt du, wahrscheinlich legt sie die Dinger noch auf eine Waage, um abzumessen. Nee, ja, genau der. Die Kids haben durften sich halt aussuchen, welche Karten die haben wollen. Ich hab halt ja, wie gesagt, denn, wenn du die besten einkassierst? Nee, ich habe dann auch gesagt, warum? Weil ich habe denen gesagt, so, das bekommt mein Freund, weil der an die nordischen Götter glaubt. Und die ganzen Kids, okay. Die hat mich halt auch wirklich bekommen von mir. Der glaubt an drei Mahlzeiten am Tag und drei Bier. Das Schlimme und ist, dass seine Haare irgendwann mal nachwachsen werden. Aber nee, ich habe halt wirklich so diese Booster-Packs, die man auf Conventions zugesteckt bekommt, sind das gewesen. Ja, ich weiß nicht. Ich war nie auf einer Convention, wo man mir Zeug geschenkt hat. Normalerweise sollte ich denen immer Zeug schenken. Meistens mein Geld. Das ist normal bei uns. Die haben dann wirklich so auch an die Leute, die dann auch saßen und dann auch irgendwie Yu-Gi-Oh! Gespielt haben, so durchsichtige Booster-Packs geschenkt. Durchsichtige? Ja. Sozusagen so durchsichtige Tüten, aber du konntest nicht genau sehen, was für Karten da drin sind, weil die halt Karten so gelegt worden sind, dass du das nicht sehen kannst. Ach so, quasi nur den Rücken immer. Willkommen bei und, was bist du denn für einer? Und ich bin halt einmal hingegangen, weil ich mir dachte, so, ey, komm, du willst da vorher mal ein bisschen gucken. Da wurde ich gefragt, so, ja, spielst du selber? Ich so, ja, ich komme momentan nicht dazu. Bisschen mit dem gequatscht, also ja, wegen Arbeit auch, weil ich